Der russische Tschetschenien-Beauftragte Lebed verhandelt erneut über eine Friedenslösung im Kaukasus. Im Grenzort Chassavyurt traf er am Nachmittag mit dem Militärchef der Rebellen Maschadow zusammen. Grundlage ist offenbar ein neuer Vertragsentwurf, der nach Moskauer Agenturberichten mit Präsident Jelzin abgesprochen ist. Danach soll erst in 10 Jahren über den politischen Status der Kaukasusrepublik entschieden werden. Die Führung der Unabhängigkeitskämpfer hatte zuvor erklärt, sie sei zu vernünftigen Kompromissen bereit.